In diesem kleinen Hotel in Kairo verliert sich die Spur des Mannes, der als Schlächter von Mauthausen berüchtigt war. Wie erst jetzt bekannt wurde, soll der frühere KZ-Arzt Aribert Heim hier 1992 an Krebs gestorben sein. Er wohnte im 6. Stock. Der zum Islam übergetretene Mann nennt sich jahrzehntelang Dr. Tarek. Seine Nachbarn zufolge spricht der gebürtige Österreicher wenig. Doch er besucht eifrig die nahe El-Asha-Moschee und auch dieses Café im Herzen von Kairo. Heim war zuletzt der meistgesuchte NS-Kriegsverbrecher der Welt. Er soll hunderte Gefangene in Mauthausen gefoltert und getötet haben. Dass er nun tot sein soll, wollen einige Ermittler noch nicht glauben. Ägypten war nach dem Zweiten Weltkrieg der Zufluchtsort für zahlreiche NS-Schergen. Nazi-Literatur ist hier jedenfalls nicht verpönt. Adolf Hitlers Mein Kampf wird auf den Straßen von Kairo verkauft.